Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Europa Unisales 4 mit Frankreich. Ja, wir sind im Krieg und zwar gegen England. Eigentlich verbündet mit den Schotten, aber die Schotten hatten wohl dann doch nichts gegen die Engländer zu werfen, weil die sind alle besetzt hier oben. Das ist natürlich schlecht gelaufen. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir weiterkommen. Was haben wir hier? Krieg ist klar. Ja, ihr habt einen blockiert, ist auch klar. Unruhen sind klar. In Flandern wahrscheinlich. Ihr habt einen Beraterplatz. Kein Berater hier. Wie sieht's denn hier mit aus? 8. Moral der Armee plus 10. Verstärkungsgeschwindigkeit plus 33. Das ist natürlich krass. Disziplin plus 5, okay, das können wir uns schon mal gar nicht leisten. Er kostet 5,9 monatlich. Ich glaube, wir machen die Moral mal da besser, ne? Ja, die 1,46 pro Monat, ja, das kriegen wir hin, das machen wir. Gut. Unsere Stärke liegt momentan wo? Keine Ahnung. Na gut, das geht jetzt nicht. Was haben wir sonst noch so anzubieten hier? Mit Aachen fallen jetzt schlechter mit der Meinung. Anhalt, Argon, Augsburg und Bayern plus, Brandenburg minus. Und ist insgesamt schon im Minus. Kurz durchblättern hier. Das sieht noch gut aus. Inflation brauchen wir nicht. Wir können Kriegssteuern erheben. Das sollen wir gleich mal machen, ne? Ja. Handel ist klar. Hier passiert noch nichts. Wenn als nächstes die nationale Idee geht da weiter. Hier sind wir schon ein ganzes Stück voran. Das ist ja auch schon mal schön. Ja, England vom Festland vertreiben ist immer noch zu tun. Kriegsmüdigkeit ist gering, sehr gering sogar. Rebellen in Flandern, wie gesagt. Das ist der Papst. So, wie viele Truppen können wir noch dazu machen? Wir könnten rein theoretisch noch 9 dazu ausheben. Sollten wir vielleicht auch tun. Was macht unsere Flotte? Da kämen noch 4 dabei. Achso, das gucken wir mal nach der Flotte. Die können wir hier oben auch ausheben. Eine auf jeden Fall. Wo ist er? Da oben ist er. Jetzt, also die bauen wir auf jeden Fall. Oder? Bauen 2. Hier können wir auch noch was machen. Ein Tempel, da kriegen wir mehr Steuern durch. Ja, komm. Dahin und da geht's nicht mehr, weil wir kein Geld mehr haben wahrscheinlich, ne? Genau so ist es. Gut, dann können wir aber die Uhr auch weiterlaufen lassen. Das ist klar mit denen. Das ist alles geklärt. Ja, ich würde jetzt schon fast sagen, das lassen wir da stehen. Ich habe ein bisschen Bange, dass sie da rüberkommen. Truppen ausheben noch. Langbogen. Mach mal. Da gehen keine. Aber wir haben kein Geld dafür mehr. Alles klar. Gut. Castile sind wir befreundet. Das heißt, wir müssen eigentlich nach Portugal durchmarschieren können, oder? Würde ich jetzt mal probieren. Geht. Dann werden wir doch die Portugiesen mal zeigen, woher wir sind, oder? Und da kommen gleich ganz viele und dann haben wir ein Problem. Truppen sind schon da. Und die brauchen da lange durch das Land. Burgos, Cantabrien. Wie heißt das hier? Vizcaya oder wie heißt das? Navarra.
Unsere Flotte hatten wir hier schon von gesprochen, ne? Die liegt hier. 17% nur. Ist nicht viel, ne? Fahren wir mal einen weiter. Mit 10 Armeen nach Portugal rein. Kriegsstand ist gerade minus 4, das ist nicht so gut. Die Engländer sind hier noch am Kämpfen. Dann haben sie die Schotten gleich vollkommen erwischt. Castille ist da. So, und dann geht's rund. So, da wird jetzt gekämpft. Es dürfte nicht lange dauern, dass wir die niederringen. Ich weiß gar nicht, die Portugiesen haben gar keine Leute, oder was? Kommt niemand. Ach, da ist auch noch eine Festung drin. Oder? Eine Befestigung. Oder auch nicht. Naja. Wir haben nur noch 9 anstatt 10. Was haben wir hier noch? 15? Die will ich jetzt nicht nachziehen. Aber die stationiere ich hier mal zentraler. Und die eine Armee, die holen wir noch nach. Können wir schon Neues machen? Ja, dann machen wir noch eine. Noch sind wieder 10 hier geworden. Wird automatisch wieder aufgefüllt. Wie sieht's denn hier aus? Können wir da? Langbogen. Das letzte wollen wir haben. 30. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Geld haben. Okay. Das haben wir geschafft. Weiter. Auf ins nächste Land. Die marschieren da auch hin. Müssen ja was gegen aufweisen, ne? Der Hafen wird zu 100% blockiert, das ist schlecht. Aber kriegen wir schon hin. Ich glaube, hier ist gar keiner zu Hause. Sonst wären die eigentlich schon da, ne? Okay. So, jetzt können wir hier auch... Machen wir die erste Kanone. So, da kommt die 11. Truppe hinterher. Was ist das? Das ist Portugal. Das vereinen wir erstmal. Und dann marschieren wir ein. Und da können wir nochmal hinterherjagen. Was ist da oben? So, Einheiten haben Verluste erlitten. Wo denn? Gut, da fahren wir mal weg. Jetzt ziehen wir dann kürzeren. Gut. Die zieht nach, die Einheit. Hier oben wird noch wacker gekämpft. Leider kommen wir mit keinem Schiff da raus. Wir könnten natürlich hier gucken, dass wir hier noch ein Transportschiff hinkriegen, ne? Können wir da eins bauen? Ja. Gut. Der zieht nach.
Hier müsste bald die Kanone fertig sein. Naja, dauert ein bisschen, aber kriegen wir schon noch hin. Das haben wir auch geschafft. Ne, das, da ziehen wir mal rein. Lissabon nehmen wir als letztes. Minus 6% steht da unten allerdings. Automatisch speichern. Können die natürlich teilen, ne? Gut. Ah, das Schattenkönigreich. Und in den italienischen Staaten unabhängig vom Kaiser agieren, im Sagen unseres Kaisers, also mehrere Kaiser, die kaiserliche Autorität in der Region wiederherzustellen. Hat weiter Gebiete der Kontrolle von Senaten überlassen, die die kaiserliche Autorität umlangen jetzt. Okay, also für uns jetzt nicht so eine wirkliche Auswirkung, glaub. Besitzung, da unten läuft's. Da läuft's auch. Hier wird ein Schiff gebaut, ne? Da können wir auch einen Langbogen machen, den machen wir doch mal. Oh, minus 23% steht da jetzt. Das ist nicht gut. Ah, das Land ist auch verloren gegangen. Das ist auch verloren gegangen. Ja. Okay. Dann ziehen wir mal gerade dahin. Das Kastil, ne? Ich glaube ja. So. Das haben wir. Okay. Machen wir gerade Pause. Die Schotten sind raus. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja ein bisschen doof gelaufen, ne? Können wir denn jetzt in Frieden verhandeln? Ja, aber wahrscheinlich nur einen weißen Frieden. Und selbst den wollen sie nicht. Mal hoch. Ja, Leicester. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir... Ah, die marschieren ja schon... Ach, wir haben noch Pause drin, deswegen geht das nicht. Gut, die marschieren da hoch. Dann gucken wir zu, dass wir die zwei Ländereien von den Portugiesen auch noch erhalten. Vielleicht kriegen wir unser Schiff noch irgendwie
darunter. Hier müsste auch bald eine Kanone fertig sein. Das dauert nicht mehr lange. Okay. Das Schiff dauert noch eine Weile. Okay, die sind ja auch größer. So, das heißt, wir ziehen die alle zusammen da rein. Da sind Portugiesen. Die Kanone ist da, die schicken wir jetzt da runter. Ja, und dann würde ich ja sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.